Hallo liebe Bücherwürmer, ich habe für euch heute meinen Mai-Leserückblick. Ich habe im Mai 3 Bücher und 4 Comics gelesen. Für den Buchclub haben wir zuletzt Bad Monkeys von Matt Ruff gelesen. In dem Buch geht es um eine Frau, die für eine Geheimorganisation arbeitet und das Böse bekämpft. Als sie jedoch von der Polizei geschnappt und verhört wird, wird ihre Aussage immer merkwürdiger und man weiß nicht so recht, ob man dem trauen kann, was da eigentlich passiert ist und was sie so sagt. Ich muss gestehen, dass ich immer noch nicht so richtig weiß, ob das Buch mir gefallen hat oder nicht. Ich fand es irgendwie so abstrus und merkwürdig, was gut war, aber auf der anderen Seite hat mich das teilweise so verwirrt und das Ende war irgendwie so abgedreht, dass ich nicht so recht wusste, wie ich dieses Buch überhaupt bewerten sollte. Im Endeffekt habe ich dem Buch, glaube ich, 2 Sterne gegeben, aber ich weiß es einfach nicht, ob das überhaupt gerechtfertigt ist für einen Roman, der einen dermaßen danach noch beschäftigt und einfach total durcheinander bringt. Die lieben Leute von Easybooks haben mir Golden Rules, erfolgreich lernen und arbeiten, alles was man braucht, zugeschickt. Das ist ein kleines Organisationshandbuch. Wie manage ich mich am besten selbst, wie teile ich meine Zeit perfekt ein und, und. In diesem Heftchen kann man sich mehrere Tipps abholen, wie man ein besseres Selbstmanagement erhält. Ich habe mir daraus ein paar Dinge abgeguckt, die ich auch in Zukunft sicherlich das ein oder andere Mal verwenden werde. Allerdings fand ich den Stil nicht immer ganz so gut und ich fand auch, dass mir meistens zu befehlshaberisch gesagt wird, was ich auf jeden Fall tun und lassen sollte. Und dieser Ton hat mir nicht ganz so gut gefallen. Einige der Tipps kannte ich auch bereits schon, weshalb vieles, was darin stand, nicht mehr neu für mich war. Dennoch muss ich sagen, dass mir das Buch geholfen hat und ich definitiv aus meinem Lerntrott herausgekommen bin. Deshalb habe ich Golden Rules von Martin Krengel auch 3 Sterne gegeben. Und ich habe außerdem noch von Cass Morgan die 100 Tag 21 gelesen. Wie manche vielleicht schon wissen, bin ich ein großer Fan der Serie und da konnte ich natürlich gar nicht anders, als die Bücher auch zu lesen. Der erste Band hat mir enorm gut gefallen und meinen zweiten, ich finde, er nimmt ein bisschen ab von der Spannung her. Der Teil hat mir dennoch wahnsinnig gut gefallen, aber nicht so gut wie der erste, glaube ich. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, weil ich erst den dritten Teil, glaube ich, lesen muss, da die Bände alle so schön ineinander greifen. In der Die 100-Reihe geht es darum, dass 100 jugendliche Straftätige von ihrem Schiff im Weltraum runter auf die Erde geschickt werden. Sie sollen prüfen, ob die Erde immer noch radioaktiv verseucht oder mittlerweile wieder bewohnbar ist. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Zum einen wäre das der 2. Harley Quinn-Band aus dem neuen DC-Universum. Ich finde Harley einfach großartig und sie ist so eine herrlich super durchgeknallte Schurkin. In dem Band geht es darum, dass Harley in ihrer Arbeit als Psychologin in einem Altenheim auf einen Patienten trifft, der sie als Harley Quinn erkennt. Und in dem Comic kommt übrigens auch Poison Ivy vor. Mir hat der Band einfach wahnsinnig gut gefallen und deswegen habe ich ihm 5 von 5 Sternen gegeben. Alle Comics, die ich euch jetzt noch vorstelle, sind übrigens aus dem Zwerchfell Verlag. Und da wäre zum einen Dolle von Kalle Klaus und Olli Ferreira. Kalle Klaus war auch auf dem Comic-Salon und hat mir natürlich auch noch etwas reingezeichnet. Ja, in Dorle geht es um ein It-Girl aus Hamburg namens Dorle. Ihre Therapie läuft nicht richtig, sie hat eine total ätzende Mutter, die ihr ständig auf den Keks geht und sie braucht jetzt auch noch ganz dringend einen Job. Aber kein Problem, Dorle kriegt das schon irgendwie hin. Mir hat Dorle auch sehr gut gefallen und ich fand auch, dass dieser Zeichenstil, der manchmal ja schon ziemlich grob ist, einfach super gut zu Dorle passt. Manche Witze sind ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber dennoch war ich ziemlich begeistert und habe den Comic 4 von 5 Sternen gegeben. Dann habe ich noch den Zuckerfisch-Comic mit Sahne-Meerrettich von Naomi Fern gelesen. Das ist eine kleine Sammlung an Comicstrips, die in der Stuttgarter Zeitung veröffentlicht wurden. Und die erzählen so ein bisschen Alltagsgeschichten von Nomi. Ich lache immer sehr herzlich, wenn ich die Zuckerfisch-Sachen lese. Und deshalb hat auch dieser Comic mit Sahne-Meerrettich mir einfach sehr gut gefallen und ich habe ihm 5 von 5 Sternen gegeben. Und abschließend habe ich auch noch Sterne sehen von Asia Wiegand gelesen. Ich habe bestimmt schon seit 12 Jahren oder so keine Mangas mehr gelesen, aber dieser Comic im Manga-Stil, der war einfach so großartig und so genial. Der hat mich richtig fasziniert und begeistert und ich kann es kaum erwarten, dass auch noch ein zweiter Band kommen soll. Asia, du musst schneller zeichnen! Die liebe Asia hat mir noch was reingezeichnet, wie ihr hier seht.
worüber ich mich immer noch sehr freue, weil jedes Mal, wenn ich die Zeichnung sehe, denke ich an den Comic-Salon. Danke, 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 liebe Asia. In dem Comic geht es um eine ungewöhnliche Freundschaft. Nina begegnet Ela beim Joggen und Ela ist sehr verstört, weiß nicht so richtig, wo sie eigentlich ist oder was los ist. Und Nina beschließt, Ela einfach mal mit zu sich nach Hause zu nehmen, damit Ela zur Ruhe kommen kann. Nina nimmt Ela erstmal bei sich auf. Ela gibt dann aber irgendwann zu, dass sie eine Außerirdische ist. Und obwohl Nina ihr erstmal natürlich nicht glaubt, entsteht eine sehr innige und sehr liebenswürdige Freundschaft zwischen den beiden. Wenn ihr auch wissen wollt, ob Ela ein Alien ist oder nicht, dann solltet ihr ganz dringend in Sterne sehen blättern. Ich habe dem Comic 5 von 5 Sternen gegeben. Das war es auch schon wieder von meinem Mai-Leserückblick. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich habe nicht so viele Romane gelesen, dafür mehr Comics, was aber nicht so schlimm war, weil wie gesagt der Mai für mich im Zeichen des Comic-Salon Erlangens stand. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherwürmer!